Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play. Ey, Chester, was machst du denn da? Bei Let's Play Don't Starve, wir hören die Hunde wieder mal bellen. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass die Hunde gleich hierher kommen werden. Während ich hier so alleine bin. Das wäre ziemlich uncool. Und ich habe noch ein weiteres Problem. Mein Stab hier unten ist fast kaputt. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal den, der heil ist. Ah, okay, da ist jetzt ein bisschen Schnee raufgekommen. Ich habe mich gerade schon gewundert, was jetzt passiert schon wieder. Ich denke mal, wenn es gleich Tag wird, dann werden uns die Hunde angreifen. Und dann sollte ich versuchen, vielleicht zu den Büffeln zu kommen oder so. Und ich sollte auch mal versuchen, meinen Stein hier schön warm zu halten. Also ich bin der Meinung, es läuft auf jeden Fall um einiges besser als die letzten Winter. Es ist schon Tag 22, liebe Leute. Und wir leben noch. Das soll schon was heißen. Da kommen sie, wusste ich es doch. Ist nur einer. Okay, gegen einen kann ich eigentlich ganz gut anstinkern. Okay, gut. Jetzt kommen da die anderen. War ja schon wieder fast klar. Drei Stück insgesamt. Ach du Heilige. So, Moment. Das machen wir anders. Das lösen wir anders. Ich hoffe mal, dass die Büffel jetzt hier keinen Winterschlaf halten oder so eine Späße. Und dann gibt es hier jetzt mal richtig schön Krieg. Das gibt Krieg! So, liebe Büffel. Tut doch mal was. Hallo, Büffel. Hier sind böse Hunde. Scheiße, ich glaube, die machen nichts. Nee, die Hunde. Ah, doch, jetzt. Jetzt prügeln die sich. Und um den hier kümmern wir uns dann einfach mal. Zack, komm, einen schaffen wir doch. Wusste ich es doch. So, das könntest. Oh, wir können es nicht mehr stornen. Moment, ich fresse einfach mal eben hier die eine Karotte. Das Monster-Meat hier nehme ich liebend gerne noch auf. So, da oben haben wir noch mehr Monster-Meat. Keine Sorge, ich möchte eurem kleinen Kind natürlich nichts tun. Ich komme in Frieden. So, und jetzt, Chester, komm mal her. Nehmen wir das erstmal noch wieder. Dass wir das erstmal kaputt bekommen, würde ich sagen. Gut, hätten wir das auch geschafft. Wir haben die Hunde überlebt. Also, so weit waren wir jetzt wirklich noch nie. Das ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis jetzt für uns. Und hier habe ich sogar direkt wieder was Neues zu essen. Das trifft sich schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir machen auch direkt wieder was. Und zwar... Na, hier haben wir das Dingenszeug nämlich. Das tue ich dann gerne mal mit hier rein, weil das wird dann wahrscheinlich wieder... Obwohl, Moment, das machen wir anders. Ich hau das Gemüse hier mit rein. Achso, das... Ach, scheiße, stimmt, das muss noch wachsen. Aber im Winter wächst das, glaube ich, gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So, dann kochen wir den ganzen Spaß hier mal. Und ich muss jetzt wieder ein bisschen Feuer machen, so wie es aussieht. Weil schaut mal, unser Heatstone, der ist schon wieder recht kühl. Da muss ich also jetzt auch erstmal wieder aufwärmen. Ich würde gerne nochmal... Ah, da sind die Meatballs. Sehr schön, die lassen wir erstmal da. Was war in der Truhe nochmal? Okay, hier ist noch eine Menge Platz. Dann würde ich Chester gerne mal... Ey, Chester, komm mal her. So, dann hauen wir das hier rein. Oh, Chester, komm mal bitte ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher, bitte. Chester. Ja, danke, danke. Oh, jetzt ist er schon wieder... Achso, warte mal, ich kann ihn so ein bisschen schubsen. Ah, hoch mit dir. So. Dann kann ich nämlich hier die Hasen reinpacken. Ah, genau, so wollte ich es haben, dass ich hier auf beides gleichzeitig zugreifen kann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, der Heatstone. Ja, der sieht gut aus. Holz. Oh, wir haben richtig schön viel Holz. Hier hinten ist ja noch mehr Holz. Habe ich fast gar nicht gesehen. So, das heißt, Holz haben wir jetzt eigentlich doch auch mal wieder in rauen Mengen. Ich sollte neue Bäume pflanzen. Und dann lasst uns mal das Zeug hier essen schnell. Oder zumindest mitnehmen. Oder nee, komm, ich esse die. Und dann haue ich mir hier noch die Dinger runter. Ich hoffe, die machen mir keinen Schaden. Das ist ja aus Monster-Meat hergestellt worden. Boah, es wird jetzt schon wieder dunkel, ey. Das ist doch nicht normal. Also wie schnell die Tage jetzt hier vergehen, das ist echt nicht feierlich. Kann ich schon schlafen? Ja, komm, wir hauen uns mal eben hin, schlafen eine Runde. Jetzt habe ich natürlich wieder megamäßigen Hunger. So, das Jerky, ja doch, das heilt uns eigentlich auch ganz gut. Also vom Hunger her zumindest. Und hier sollten wir nochmal schnell was draus kochen.
Ja, dann muss ich mich bald jetzt schon mit den Hasen, glaube ich, über Wasser halten. Wollen wir ein bisschen Steine sammeln gehen, Leute? Ich wäre dafür. Lass uns mal auf den Weg gehen. Wo machen wir das jetzt am besten? Oder nee, komm, wir erforschen erstmal, was unten ist. Moment, obwohl doch nochmal Planänderung. Ja, ja, ich bin heute ein bisschen wechselhaft. So, Charcoal brauche ich momentan erstmal nicht. Ich verfeuere notfalls ein bisschen Holz. Und dann würde ich gerne hier noch wieder ein paar neue Bäume pflanzen. Müssen wir auch wieder immer schön aufforsten, damit die Natur sich nicht wieder gegen uns wendet. Ich glaube, in dieser Runde hatten wir noch nicht einmal so ein komisches Baumviech gegen uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich baue die jetzt mal so ein bisschen im Kreis an, dann kann man gegebenenfalls hier so ein Feuer in die Mitte machen. Ach scheiße, ich sehe gerade, mein Heatstone, den sollte ich auch nochmal vielleicht ein bisschen aufwärmen. Also muss ich doch nochmal zum Feuer. Oder wie sehe ich das? Nehme ich das mal... Ah, oh, ja, jetzt habe ich das ausgegraben. Ja, das ist natürlich... Das war so nicht geplant. Oh, hier ist noch Rot. Moment mal, wenn ich das alles mitnehme, kriege ich das alles? Oh, da unten liegt sogar noch mehr Fell. Aber interessant zu wissen, dass scheinbar die ganzen Sachen ewig lange... Oh, hier, Vorsicht, da ist so ein Viech. Wie schnell kommt das raus? Nicht so schnell. Was kann ich mit den Spiky Bushes machen? Spiky Bush. Okay, da kommen scheinbar auch nur Twigs raus. Hätte ich jetzt auch nicht geahnt. So, der ist jetzt aber schon sehr kalt. Der ist jetzt schon wirklich sehr kalt. Dann gehen wir mal eben schnell nach Hause. Und ich will mal eben schauen, kann ich das hier fertilisieren noch? Nein. Okay, momentan ist das nicht mehr möglich, Leute. Dann hauen wir die verrottete Scheiße einfach mal hier irgendwo rein. So, und ich sollte doch noch mal ein bisschen was futtern. Boah, ich hoffe, dass der Winter jetzt nicht so lang wird. Kein Bock auf Winter. Ja. Achso, ich... Ah, scheiße. Moment, ich muss ja meinen... Ja, mir wird gerade kalt. Das, genau das wollte ich vermeiden. Deswegen haue ich mal eben schnell hier ein bisschen Feuer hin. Jetzt warten wir wieder, bis der Heatstone sich aufgeladen hat. Jetzt ist es auch gleich wahrscheinlich schon wieder mitten in der Nacht. Und ich habe megamäßig viel Hunger. Egal, wir haben noch eigentlich genug Fleisch. So viel steht schon mal fest. Ich glaube, ich werde mir ein paar mehr Drying Racks bauen, wenn der Sommer kommt. Und werde dann da versuchen, so ein bisschen Meat anzusparen. Also so richtiges Büffelmeat am besten, weil das hat... doch so mit am besten gebracht. Okay, jetzt wird es gleich schon wieder dunkel. Ich würde sagen, wir hauen uns nochmal hin. So, einmal schnell wieder schlafen. Oh, jetzt habe ich megamäßig viel Hunger. Das heißt, wir sollten jetzt wirklich mal was futtern langsam. Boah, das hilft leider nicht so viel. Ich glaube, ich muss die ganzen Kaninchen jetzt gleich mal eben schlachten, Leute. Es tut mir leid, meine lieben Naturfreunde. Aber ich muss es tun. Sonst verhungern wir nämlich. Wenn nicht die, dann wir. So, den müssen wir umbringen. Stacken die dann wenigstens? Ich glaube ja, oder? Ja, genau. So, 4 Stück können wir mal eben umbringen. Die können wir dann nämlich schön hier aufhängen. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, was das Beste ist. Aber ich glaube, das hier ist wirklich für den Winter eigentlich mit das Beste. Weil du da richtig schön lange... Also richtig schön haltbar die ganzen Sachen hast. So, und was ist jetzt mit meinem Heatstone? Hatte Chester noch ein paar... Ja, Chester hat noch ein paar Logs drin. Even now it's so warm. Okay, er ist noch warm. Lasst mal mein Getreide hier in Ruhe. Beziehungsweise mein Essen. Ja, ich glaube, das dürfte reichen. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Süden, um zu schauen, was sich dort so befindet. Wie gesagt, hier waren wir noch nicht. Mal gucken, ob es hier irgendwie was Interessantes gibt. Vielleicht haben wir Glück. Oha, hier sind Spinnen. Vor allem tote Spinnen. Das ist für mich immer so ein Zeichen, dass hier irgendwo Tentakeln sind. So, da oben sehe ich schon Tentakeln. Hier links sehe ich auch eine Tentakel. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier wäre noch ein Green Mushroom. Oh, was ist das wieder für einer? Guckt euch den mal an. Ich versuch's mal. Oha. Oh Gott, da kommen mehrere. Da kommen noch mehr.
Der flieht. Der eine ist geflohen, Leute. Okay. Also die scheinen irgendwie... Oh, guck mal, das verbraucht ja sogar auch. Wenn das einen wärmt, scheinbar verbraucht das auch Haltbarkeit. Ist hier irgendwo... Nee, ich habe gedacht, vielleicht ist hier das andere Wurmloch gewesen. Die Seen sind jetzt auch zugefroren. Ich gehe einfach mal hier durch. Habe jetzt auch keine Lust, mich mit Tentakeln anzulegen. Kriege ich die Reeds, ohne dass die Tentakel aggro wird? Nein, nicht ganz. So, die Reeds hier oben nochmal mitnehmen. Hier ist sogar ein normaler Baum. Könnte ich eigentlich... Ja, ich könnte mir notfalls eine Feuerstelle machen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Da unten sind schon wieder diese blöden Viecher, was auch immer das überhaupt für welche sind. Die wohnen scheinbar in diesen abgefuckten Hütten. Ja, es gab übrigens ein neues Update, liebe Leute. Und ich weiß aber überhaupt nicht, was jetzt in dem Update Neues dazugekommen ist, weil ich mich noch kein bisschen informiert habe. Und ich bin gespannt, was jetzt hier unten auf uns wartet. Also diese Gegend hier ist immer mega groß. Wenn es da jetzt nichts Interessantes gibt. Da unten, ah, da unten ist das Dingens, das Wurmloch. Seht ihr wohl, war doch klar, dass das hier eigentlich kommt, weil diese Gegend hier schon so abgefuckt aussieht. Oh nein, jetzt habe ich keinen Hammer mit. Weil hier sind diese Teile und jemand meinte zu mir, ich soll die mal abbauen. Ich habe leider keine Ahnung, was das denn gibt. Okay, es wird langsam dunkel, aber wir haben wieder ein normales Gebiet erreicht. Wir können uns auch notfalls ein Feuer machen. Das ist also nicht das Problem. Moment, waren da unten Steine gerade? Nee, okay, sah nur so aus. Ich könnte mir gleich ein Feuer machen. Und ich hoffe einfach mal jetzt, dass wir hier irgendwie auch Steine finden. Das wäre natürlich mega nice. Dann, oh, habe ich mich erschrocken. Dann hätte sich der Ausflug hier nämlich auch gelohnt. Und wenn es gleich dunkel wird, dann bauen wir uns hier mal einfach irgendwo hin. Hier liegen ja auch irgendwie nirgends Steine. Das ist auch merkwürdig. Normalerweise hat man ja auch mal Glück und findet Steine einfach so auf dem Weg oder so. Oder am Wegesrand zumindest. Oh, schau mal, hier sind noch Beeren. Die kannst du einfach direkt essen. Jetzt geht's hier wieder in diese abgefuckte... Ah! Shit. Okay, Moment. Wir müssen uns jetzt wirklich ein Feuer machen. So. Dann wärmen wir uns auch gleich schön dran. Nein, du sollst da wieder ein bisschen mehr Scheite auflegen, damit wir es warm haben. Und dann hack ich erstmal munter Bäume. Platt. Und ja, trotzdem... Oh Mensch, jetzt ist die Axt schon wieder kaputt. So. Ja, unsere Steine werden langsam aber sicher recht rar. Aber ich glaube, ich werde es erst im Sommer schaffen, mir neue zu holen. So, hier, die kannst du gleich pflanzen. Obwohl hier hinten jetzt den Wald aufforsten. Boah, müssten wir jetzt theoretisch auch nicht unbedingt machen. So, wir kriegen auch langsam Hunger, Leute. Und es wird gleich mega dunkel wieder. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Und, oh Mann, ich muss mal gleich schauen, ob ich irgendwas aus meinem Inventar weggeben kann. Jetzt habe ich sogar den Stack hier schon voll. Ja komm, dann hau den Lock hier nochmal mit rein, meinetwegen. Und den 20er, den kriegt Chester dann. Genauso wie das, die Reeds, die brauche ich jetzt sowieso erstmal nicht. So, ich hau mir das Monster Jerky nochmal rein. Zack, dann ist der Hunger immerhin wieder ein bisschen gestillt. So wirklich viel hilft das leider aber auch nicht. Und gleich bricht die Nacht über uns herein. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt keine Hunde kommen. Die könnten wir jetzt am wenigsten gebrauchen, die scheiß Hunde. Oh, schau mal, der Heatstone sorgt wieder für ein bisschen Licht. Minimal Licht, aber besser als gar nichts. So, Moment, das würde ich gerne nochmal einsammeln hier schnell. Und dann renne ich aber zum Feuer zurück. Und lege auch nochmal ein bisschen nach. Da sieht man nämlich schon wieder ein bisschen wenig aus. Und scheiße, jetzt habe ich hier für einen Waldbrand gesorgt. Chester, komm da raus! Es brennt doch alles! Komm her. Hier. Komm raus. So, okay. Ja, komm, dann sollte ich die Asche zumindest mal schnell einsammeln, wenn hier schon mal Asche ist. Ich hoffe, das springt jetzt nicht hier überall über. Nein. Kriege ich die noch mit? So schnell? Oh, wir müssen aufpassen. Und ja, vielleicht soll ich dann doch ein bisschen Charcoal nochmal uns suchen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gönnen wir uns das doch einfach mal, oder? So, das Feuer brennt schön. Das sollte uns auch auf jeden Fall durch die Nacht
hindurch reichen. So, Vorsicht, nicht zu weit in die Dunkelheit sich begeben. Das kann böse enden. Haben wir schon ein paar Mal gemerkt. Und wir haben momentan auch keine Möglichkeit, nochmal neu zu respawnen. Da haben wir alle Möglichkeiten erschöpft, die uns so gegeben waren. Die Tanzapfel nehme ich mit. Dann können wir bei uns zu Hause nämlich noch ein bisschen was anbauen, würde ich sagen. Und ich glaube, wir müssen dann jetzt auch schon wieder langsam... Ja, ich gehe gleich lieber Richtung Heimat. Einfach nur aus dem Grund, dass ich sonst ein bisschen Angst habe, dass es mit dem Essen nicht so wirklich passt. Wir wissen zumindest, dass es jetzt hier weitergeht und dass es hier keine Steine gibt. Steine gibt es also hier oben. Das wäre so das Nächste. Oh komm, muss ich jetzt ernsthaft gleich noch hier ein Holz reinwerfen? Sicher ist sicher. So, vielleicht kriege ich dann da oben in der Zeit nochmal die bisschen Kohle hier mitgenommen. Ja doch, hier ist ja noch hell. Hier kann uns die bösen Monster noch nichts anhaben, die hier so in der Dunkelheit lauern. So, Vorsicht. Allzu weit sollte ich dann doch nicht gehen. Na gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann erstmal einen Cut für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Don't Starve. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.